Im Netz gibt es unzählige Sample-Libraries und Loop-Bibliotheken, die du für deine Musikproduktion benutzen kannst. Ich möchte dir heute eine vorstellen, die über das besondere Etwas verfügt, das andere Sample-Libraries so nicht haben. Wir starten genau jetzt. Hi, ich bin Martin von SongwriterOnline.com und wenn du das erste Mal auf diesem Kanal bist, hier geht es um Songwriting, Mixing und Musikproduktion. Wenn dich das interessiert, dann drück auf jeden Fall jetzt auf den Abonnieren-Button, damit du kein Video mehr verpasst. Die Firma Überschall stellt seit vielen Jahren sehr hochwertige Loops und Construction Kits her, die du für deine Musikproduktion verwenden kannst. Im Gegensatz zu anderen Sample Libraries liefert dir Überschall mit dem Elastic Player ein sehr versatiles und interessantes Tool mit dem du deine Audio Loops oder Construction Kits sehr schnell und kreativ nachbearbeiten kannst. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt im Praxisbeispiel. Okay, wir befinden uns hier im Plugin-Fenster des Elastic Player 3 und hier siehst du auf der linken Seite zum einen deine Sample Library, das heißt, das sind die Loops oder Construction Kits, die du gekauft hast. Und auf der rechten Seite siehst du das Loop-Ei. Hier werden die einzelnen Loops per Wellenform repräsentiert und du kannst sie über verschiedene Reiter hier manipulieren. Das schauen wir uns gleich an. Du kannst hier bei Überschall alle möglichen Arten von Loops und Construction Kits kaufen und wir schauen uns jetzt einfach mal eins an. Was jetzt hier geladen ist, ist einfach das Grundkit, das ist kostenlos. Und hier ist über jede Taste hier unten, das ist hier unten im Keyboard, ist ein Loop gelegt, ne? Und so weiter. Ich lösche die mal einfach alle und wir schauen uns jetzt hier mal einfach ein Construction Kit an. Das heißt hier Party Train, hat 125 BPM und ist in E-Moll, das ist der Key. Und jetzt hast du hier vier verschiedene Songparts und die dazugehörigen Loops. Ganz oben siehst du immer einen Mix. Wenn ich den jetzt hier anspiele, dann zeigt er mir den Komplettmix. Wir können jetzt hier mal in einen anderen Songpart reingehen. Das ist jetzt der Komplettmix dieses Songparts und ich kann natürlich auch in alle Loops einzeln aufgedröselt reingehen. Also hier sind zum Beispiel jetzt nur die Synth und die Gitarre. Hier ist nur der Drum Loop. Einzelne Drum-Instrumente, Bass und so weiter. Und jetzt ziehen wir uns einfach mal die Loops, die uns von diesem Songpart hier gefallen, ziehen wir uns jetzt hier auf unsere Tastatur. Dann können wir die über unser MIDI-Keyboard ansteuern. Ich nehme also mal den Drum-Loop hier. Hier, genau. Ziehen wir uns mal den Drum-Loop rein. Dann den Bass. Das hier. Vielleicht noch die Gitarre. Gut. Und vielleicht noch Keyboard. Nehmen wir mal das. Gut, ich habe jetzt hier diese einzelnen Loops auf die Tasten gezogen und kann sie jetzt hier ansteuern. Wenn ich also über mein MIDI-Keyboard jetzt abspiele, C1 ist der Drum Loop, ist der Bass, Gitarre und so weiter. Und jetzt kannst du hier über dieses Loop-Fenster, über dieses Loop-Eye, so nennen sie es, kannst du diese Loops manipulieren. Also nochmal, wenn ich jetzt hier alle vier Tasten anschlage, dann spielt er mir alle vier Loops gleichzeitig. Und ich gehe mal hier in eine andere Ansicht. Jetzt siehst du hier nochmal pro Taste jeden einzelnen Loop mit einem kleinen Loop-Eye repräsentiert. Und wenn ich jetzt alle vier gleichzeitig drücke, dann spielt er mir alle vier gleichzeitig ab und du siehst auch schon, dass die Loops unterschiedlich lang sind. Also der Drum-Loop ist länger als jetzt der Gitarren-Loop, weil die dann öfter das gleiche spielt. Aber das spielt zunächst mal keine Rolle. Jetzt wollen wir mal so einen Loop hier einfach manipulieren. Dazu gehen wir hier auf die Gitarre. Wenn ich also meine Taste E1 hier drücke, dann spielt die Gitarre ab und gleichzeitig repräsentiert wird der Zeitverlauf hier in diesem Loop ein. Ja, und so weiter. Jetzt haben wir hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Ich gehe einfach mal auf Edit. Hier kann ich die Gitarre jetzt lauter machen und den Panorama verziehen. Links, rechts und so weiter. Du kannst hier auf Resonance oder Cutoff gehen, dann kriegst du so eine Art Equalizer für Arme, sage ich mal. Das ist jetzt hier dein Eq und Band Equalizer irgendwie.
Da kannst du diesen Loop per Equalizer-Kurve bearbeiten. Das ist aber ein bisschen Kindergarten. Ich mache das immer über meine DAW. Du kannst den Loop auch rückwärts abspielen. Jetzt ist er vorwärts. Ich drücke jetzt mal auf Reverse. Und wieder vorwärts. Ja? Das ist schon mal eine ganz interessante Möglichkeit, die man hier hat. Was wir auch noch machen können, ist den Loop zu pitchen. Und zwar kann ich ihn einfach höher ziehen. Das mache ich auch mal in Echtzeit jetzt. Es funktioniert alles in Echtzeit und sehr, sehr schnell. Was auch noch sehr interessant ist, ist hier dieser Time-Button. Und hier können wir jetzt, ich markiere hier unten mal alle, damit mir, oder na, nehmen wir einfach mal die drei hier, damit alle abspielen. Hier kann ich jetzt den Loop oder die Loops, mehrere Loops gleichzeitig, einfach schneller machen. Also im Moment ist es dieses Tempo hier. Und jetzt kann ich hier am Tempo manipulieren, übrigens auch mit verschiedenen Algorithmen. Da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Ich versuche jetzt mal das Tempo in Echtzeit einfach hochzuziehen von diesen drei Loops hier. Noch schneller. Langsamer. Also du siehst, die Maschine funktioniert wahnsinnig zuverlässig und wahnsinnig schnell. Das funktioniert jetzt schneller als in der DAW, wo du dann einzeln erst das Tempo hier manipulieren, stauchen oder stretchen musst. Das ist schon mal eine sehr, sehr spannende, kreative Sache. Ein Wort noch hier dazu, du kannst in diesen Elastic Player keine eigenen Loops reinladen, sondern nur die, die du bei Überschall gekauft hast, dazu gleich noch mehr. Ja, das ist eine spannende Angelegenheit. Was hältst du bis jetzt davon? Schreib es mir einfach mal unten in die Kommentare. Was hältst du von so einer Loop-Bearbeitung? Schreib es mir einfach unten in die Kommentare. Ich finde die Sache ganz spannend und es funktioniert sehr schnell und zuverlässig, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist. Also ganz anders, wie wenn man jetzt mit einer DAW arbeitet. Die nächste Sache, die ich dir zeigen möchte, ist der Sequence-Button hier. Und zwar siehst du jetzt den Loop repräsentiert, und zwar aufgestückelt in Sechzehntel. In einzelne Sechzehntel-Kuchenstücke nenne ich das jetzt mal. Und das kannst du ungenauer machen oder noch kleiner machen, indem du hier unten drauf gehst. Also ich könnte es jetzt auch hier in 32stel schneiden und könnte jetzt hier so ein Kuchenstück mir rausziehen. Und dieses Stückchen von dem Loop, diesen Loop-Schnipsel anders bearbeiten als die anderen Loop-Schnipsel, ja. Das probieren wir jetzt mal. Ich gehe mal wieder zurück auf, nehmen wir mal Viertel einfach. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur hier diesen zweiten Teil pitchen möchte, dann wähle ich hier Pitch aus. Ziehe das hier zwei Töne nach oben. Und nehmen wir mal den hier noch zwei Töne nach oben, zwei Halbtöne. Und probieren mal, wie sich der Loop jetzt anhört. Okay. Wieder normale Tonart. Also das ist auch sehr spannend. Du kannst Teile dieses Loops, du kannst den Loop in sehr, sehr kleine Einzelteile zerschnipseln und kannst die dann diese Einzelteile unabhängig voneinander bearbeiten. Das ist spannend, wenn du das in ein bereits bestehendes Playback einfügen willst. Wenn du diese Gitarre jetzt für deine Produktion möchtest und sind eben die Tonartwechsel anders oder Akkordwechsel anders, dann kannst du das hier mit diesem Loop-Ei ganz einfach machen. Wir können auch nochmal probieren, was anderes. Und zwar können wir probieren, hier über den Reverse was zu machen. Jetzt im Moment spielt er hier diese zweite Achtel vorwärts ab. Jetzt lasse ich die rückwärts abspielen. Lassen wir die auch wieder rückwärts abspielen und die. Ich weiß jetzt nicht, was dabei rauskommt, wie es klingt, aber probieren wir es einfach mal. Jetzt rückwärts. Spielt er wieder vorwärts. Rückwärts. Und so weiter. Und das kannst du jetzt mit mehreren verschiedenen Dingen machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel diesen Teil hier pitchen noch, indem ich dann einfach hier auf Pitch gehe. Und das ist eine richtig spannende Angelegenheit und lässt sich auch sehr intuitiv bedienen. Ich erkläre dir gleich noch was zum rechtlichen Teil, wie du diese Loop benutzen darfst. Das ist auch sehr wichtig, also bleib dran, denn das ist wichtig. Das erkläre ich dir dann gleich am Schluss. Und jetzt möchte ich dir noch eine ganz interessante Sache zeigen und das ist der Retune-Reiter hier. Das ist auch sehr spannend, denn hier kannst du über diese Matrix
die Tonart bzw. die Kirchentonart steuern, in welcher Tonart diese Loops spielen sollen. Und du kannst sie auch transponieren. Also anders als beim Pitchen kannst du jetzt hier einen Loop oder mehrere Loops gleichzeitig transponieren in eine andere Tonart, ohne dass irgendwelche Artefakte entstehen. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich markiere mir hier auch mal wieder einfach diese drei Loops hier. Das mache ich hier über die, indem ich die Umschalttaste gedrückt halte. Wir nehmen jetzt diese drei Loops und die möchte ich jetzt transponieren. Er ist jetzt hier angeschalten und wir haben hier unsere drei Loops und ich versuche jetzt einfach mal sie zu transponieren, zwei Halbtöne höher. Und jetzt soll die ganze Sache hier höher abspielen. In der Originaltonart. Und du siehst auch hier, das geht unglaublich schnell. Die Maschine reagiert unglaublich schnell und unglaublich präzise. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Man kann hier jetzt auch noch verschiedene Kirchentonarten oder nicht nur Kirchentonarten, verschiedene Tonarten auswählen, wo dann angepasst wird, in welcher Tonart die Loops abspielen. Wir könnten jetzt zum Beispiel den Loop auch hier mixolydisch abspielen lassen. Ich weiß jetzt auch nicht, was dann dabei rauskommt. Checken wir es mal aus. Oder vielleicht mal dorisch zum Spaß. Und du kannst ja über diese Matrix auch noch bestimmen, welche Töne darin vorkommen dürfen in dem Loop und welche nicht. Also, das ist ein sehr versatiles, spannendes Tool. Und diese Samples, diese Construction Kits oder auch Einzelloops kannst du dir über die Überschall-Homepage bestellen. Da hast du eine riesengroße Auswahl an Samples, an Loops von jeder Stilrichtung, von R&B über Heavy Metal, über Pop, über Chart-Hits und was weiß ich noch was. Jetzt aber noch was zur rechtlichen Sache, die ich sagen wollte. Also, wenn du dir diese Loops kaufst oder Construction Kits oder diese Samples, dann musst du Folgendes beachten. Du darfst nicht jetzt einfach so ein Construction Kit nehmen und jetzt hier den Mix abspielen und dann einfach drüber singen. Das ist nicht erlaubt. Ja? Das heißt, du musst mindestens ein Instrument verändern. So steht es in der Lizenzvereinbarung auf der Homepage von Überschall. Du musst mindestens ein Instrument austauschen, dann könntest du drüber singen. Ja, also du darfst nicht einfach das Playback verwenden, sondern musst mindestens ein Instrument verändern. Es dürfen keine Sounds einzeln erklingen. Du kannst also jetzt nicht für deine Homepage oder für deine Website dir jetzt da einen Sound raussuchen und den dann sozusagen als Corporate Identity Sound für dich, wie so dieses Telekom-Bling-Bling, benutzen. Das darfst du auch nicht. Du darfst immer nur zwei oder mehr Loops miteinander benutzen, weil diese einzelnen Sounds, die sind geschützt. Noch ganz kurz ein letzter Punkt hierzu. Es mag jetzt natürlich sehr verlockend wirken, weil hier teilweise schon alles fertig ist, gerade bei diesen Construction Kits. Du solltest aber beachten, dass natürlich jeder diese Loop Packs kaufen kann. Und wenn du jetzt nur dieses Construction Kit komplett benutzt, meinetwegen ein Instrument austauschst und dann drüber singst, dann ist die Chance natürlich groß, dass irgendjemand anders genau das gleiche Construction Kit hat und dann habt ihr praktisch die gleichen Songs mit nur einem anderen Text, einem anderen Sänger oder andere Sängerin und andere Melodie drüber und das ist ein bisschen komisch. Ich benutze sowas gern als Inspiration, gerade wenn ich zum Beispiel in einem Genre arbeite, in dem ich mich nicht so gut auskenne, dann höre ich mal in die Sounds rein, weil die Sounds sind auch von wirklich guten Produzenten, höre ich mal in die Sounds rein, um ein bisschen zu gucken, was da gerade hip ist und was ich benutzen könnte oder welche Sounds ich mir suchen könnte und benutze dann vielleicht ein, zwei von diesen Loops und verändere die aber so weit, dass man nicht unbedingt merkt, dass es ein Überschall-Loop ist. Soweit hier zu Überschall, zum Elastic Player 3. Wenn du dich für Musikproduktion interessierst und welche Tools dafür gibt, dann könnte dir vielleicht dieses Video hier auch gefallen. Da stelle ich dir einen E-Bass vor, den du programmieren kannst und der sehr realistisch ist. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag oder eine Restnacht und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann.